Ja, hallo und willkommen wieder zurück zu einer Folge Minecraft. Währenddessen sind jetzt hier die Eisenbacken in der Pause durchgelaufen. Das heißt, wir können mal schauen, ob wir... Können wir... Was brauchen wir denn für einen Amboss? Da muss ich mal eben schauen, was wir dafür brauchen. Wir wollten ja einen Amboss bauen, um unsere Waffen und sowas alles wieder zu reparieren. Ich schau mal eben, wo es den gibt, den Amboss. Den Amboss. Amboss. Wo ist denn der Amboss? Ist der hier? Ist der nicht bei, ne? Hier auch nicht. Ist der hier? Sind Schienen? Detektorschiene? Könnten eine Lore bauen, aber bringt uns nicht viel. Wo ist denn der? Wo kriegen wir denn einen Amboss her? Einen Eisenblock können wir bauen. Eisenbarren. Was brauchen wir denn dafür? Was ist das denn? Ach, ein Eisenblock. Da können wir Eisenbarren bauen. Aha. Mit einem Eisenblock können wir Eisenbarren bauen. 9. Und wir kriegen 9 Stück wieder raus. Hä? Okay. Macht jetzt nicht so viel Sinn, finde ich. Wo ist denn der Ah, hier. Drei Eisenblöcke brauchen wir dafür. Schauen wir mal eben. 3 Eisenblöcke, da kriegen wir... Boah, 9 Stück, das ist aber teuer. Haben wir die jetzt... Ah, 2 Stück brauchen wir noch ein. Nein. Brauchen wir noch einen von. Weil ich würde gerne einen Amboss... Einen Amboss würde ich gerne besitzen. So, jetzt mal schnell schauen. Der war... Wo war der jetzt? Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, wo der war. Da. Jawohl, wäre ein Amboss. So. Wie kann ich denn... Kann ich meine... Im Übrigen können wir uns mal Schuhe, Eisenschuhe bauen und einen Eisenhelm. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ein Eisenhelm und Eisenschuhe. Und dann können wir mal eben... Die können wir schon mal anlegen. So. Ach, das behält man dann auf? Ah, das ist ja cool. Das ist ja doppelte Rüstung dann. Dann mal gucken, dass wir das mal eben reparieren. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe das selber noch nie gemacht. Gucken wir mal, was brauchen wir denn dafür? Reparieren. Reparieren, benennen. Warte mal, wie funktioniert denn das? Nein. So vielleicht? Nein. Okay. Ah, das ist ja geil. Ah, das ist ja cool. Jawohl, sehr schön. Das ist ja supi. So, können wir das nämlich anlegen mal eben. Wie gut, dass er nicht nackt ist. So. Ja, geil. Da können wir natürlich auch unsere Werkzeuge reparieren. Mal eben hier die Schaufel werden wir auch mal nochmal eben reparieren, wenn wir scheinbar dabei sind. Ach nee, andersrum, ne, oder? Ach, das ist eine... Doch, eine Eisenschaufel. Kostet 3. Wenn wir mal eben hier die Spitzhacke nochmal eben reparieren, kostet 1. Und das Schwert kostet 2. Dann haben wir das auch. Supi! Haben wir zwar die Eisenbarren jetzt verbraucht, aber... Wir sind supi ausgerüstet. Unsere Rüstung ist aber nicht ganz voll, ne? Warum? Warum ist unsere Rüstung nicht voll? Das frage ich mich jetzt gerade mal. Liegt es daran, weil die Lederrüstung da drunter noch ist? Kann das sein? Ach nee, da ist gar nichts drunter. Egal, dann legen wir das mal an. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Rüstung. So. Wir haben Spitzhacken, wir können wieder weiter. So, wir wollten auf jeden Fall nochmal in die Höhle gehen. Denn wir wollten ja da unten abbauen. Jede Menge abbauen. Wenn ich jetzt natürlich den Weg dorthin finde. Ich hoffe natürlich. So. Ich glaube, hier war sogar die Abkürzung dahin. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ja genau. Da ist zum Beispiel schon mal Gold.
So, Gold bauen wir auch ab. Eine Goldrüstung können wir uns natürlich dann auch bauen. Die hat wahrscheinlich viel, viel mehr Wert als wie nur diese Eisenrüstung. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir lang gelaufen sind. War das hier lang? Ach, guck mal. Da spielt jemand. Ciao. Mach's gut. Ja, hier sind wir auf jeden Fall lang gelaufen. Da ist nochmal Eisenerz da oben. Das nehmen wir mit. Hier sind wir auch lang gelaufen. Hier sehe ich es gerade. Hier sind nämlich die Fackeln. Ah, ja, genau. Hier, richtig. Diamant. Diamant, Diamant, Diamant. Ich glaube, das ist auch das Stärkste, was man, glaube ich, an Werkzeugen und alles abbauen kann. Aber war hier nicht noch was anderes? Ach, da war noch Gold, genau. So, sehr schön. Das nehmen wir mit. Dann haben wir das. Hallo? So, da unten war ja nichts mehr gewesen, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war nur noch, genau, da war nichts. So, dann können wir nämlich hier... Ach, guck mal an. Total übersehen. Ist hier noch was? Nein, okay. So. Bauen wir mal ab. Dann müssen wir schon mal hier schon mal nicht lang gehen. Dann werde ich nämlich hier zubauen. So. Dass ich weiß, hier nicht mehr langlaufen. Denn da war ja soweit eigentlich nichts mehr gewesen. So. Das mache ich mir immer so ein bisschen. Das ist so meine kleine Hilfe, dass ich weiß, aha, da nicht mehr langlaufen. So. Hier ist auch nichts. Hier können wir eigentlich auch schon wieder alles abbauen. Hier ist nämlich auch zu. Wo ging es denn jetzt hier weiter? Ah, hier ging es weiter, ne? Kann man hier eigentlich auch zumachen. Ja. Ich höre schon wieder eine Spinne. Die mir alle tierisch auf den Sack gehen hier. So. Brauchen wir nochmal einen Stein. Geh mal her da. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Nur nicht sterben, lieber Flex, nur nicht sterben. Das können wir, glaube ich, mit Diamant abbauen, ne? War das nicht so? Habe ich das nicht irgendwo mal gelesen gehabt? Ich brauche ein paar Steine, um hier unten hier so einen Weg zu bauen. Obwohl, das geht eigentlich. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich muss da irgendwie hin. Boah, ist das riesig hier. Ist ja unglaublich. Muss man mal einen Weg nach oben bahnen? Mal ganz schnell mal eben hier alles abbauen. Müssen wir aufpassen, dass wir gleich unten nicht die Sachen verbrennen. Dass es nicht in die Lava fällt. Da müssen wir uns dann irgendwie... Es wird schon wieder so dunkel hier. Weil wir kein Licht hier haben. Ich hoffe, ich baue gerade richtig. Oder ich grabe mich gerade richtig durch. Ich hoffe natürlich. Aber es sieht gut aus. Weil hier war da... Warte mal, wo war denn das jetzt? Das war doch hier, oder? Die blauen... Diamantdinger? Waren die nicht hier gewesen? Hallo? Das war doch hier, oder? Ja, da war das. Werde ich mal eben schauen, dass wir mal hier so einen kleinen Vorsprung bauen uns. Alter, geh weg, du Fledermaus. Geh jetzt mal auf den Send. Mein Gott. Irgendwie falsch. Jetzt mal hier so ein... Ich drücke mal die falsche Taste fürs Ducken. So, jetzt bin ich aber auf dem richtigen Dampfer. Weil ich möchte nicht, dass das in die Lava fällt, weil dann verlieren wir das ja. So. Jetzt
Zack, zack, zack. Und zack. Boah, nur nicht da reinfallen. Auch die Fledermaus hat sich gerade verbrannt. Die Flügelchen. Da hinten ist eine Spinne. Dann schauen wir mal. Was ist denn das? Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Was, keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir mal mit. Was wir damit bauen können, weiß ich nicht. Ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen, was wir damit bauen können. Könnt ihr mir mal unter diesem Video schreiben. In die Kommentare. Werde ich mir dann mal durchlesen. Boah, wie riesig das ist, ey. Alter Schwede. Und ich weiß gar nicht, wo ich überall hin soll. Da sind überall so viele Wege. Da würde ich gerne hin. Aber da hinzukommen, da ist nochmal Redstone. Vielleicht können wir ja versuchen, über die Lava zu wandern. Boah, das ist so gefährlich hier. Aber Steine haben wir ja genug. Hallo? So. Da ist schon wieder Eisen. Ich habe schon wieder Eisenerz gesichtet. Da ist schon wieder Eisenerz. Oh, tja, dann schauen wir mal. Können wir natürlich nichts bauen. Da können wir was dran bauen. Das ist super. Na. Ich glaub's ja wohl. So, erstmal. Können wir uns denn. Können wir da drunter gucken? Okay. Da ist Eisenerz, 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 jede Menge Eisenerz. Eisenerz, Eisenerz. Ich habe Eisenerz gefunden. Ja, juppie. Alter Schwede. Wir sind so reich, ne? Wir werden so reich sein, wenn wir hier rauskommen. Kann ich noch nichts dran bauen. Und ich werde auch hier, glaube ich, nie wieder rausfinden. Wie ich es immer wieder sage. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich darf mir nur nicht die Füße verbrennen. Alter Finne. Wir haben so viel Gold und... Alter Schwede. Man könnte ja das Wasser weiterleiten, damit die Lava so ein bisschen hier aufhört. Aber ich möchte doch gerne... Mein Gott, dass ich mich immer wieder verbaue hier. So, wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Dampfer, auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal super, das gefällt mir. Ich hoffe euch natürlich auch. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt einmal an das Gold kommen. Wenn wir mal ein Lichtlein hinmachen. So. Nicht in die Lava fallen. Da komme ich nicht dran. Das heißt, müssen wir mal eben eine Erhöhung bauen. Komme ich da jetzt dran? Ja, sehr schön. Zack. So. Da haben wir nochmal Eisenerz. Na, immer die falsche Taste. Da ist auch Eisenerz, aber das ist mir jetzt zu riskant. Das lasse ich jetzt mal liegen. Aber wo geht's denn da überall hin? Ist ja der Wahnsinn. Pflasterstein, oh Pflasterstein. Komm in mein kleines Herz hinein. So, la 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 la. So viel Lava auf einen Haufen habe ich auch noch nie gesehen. Mist, wir haben kein Dings mehr. Das fällt doch bestimmt durch, oder? Das war so klar. Das war so klar. Scheiße. Wir haben keine Steine mehr. Mal Steine hier abbauen. Kommt uns gleich Lava da. Oh, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Was ein Zufall, dass wir es einfach hier finden. Durch einen reinen Zufall jetzt einfach mal. Ich werd verrückt. Wir brauchen ein paar Steine, graben uns hier durch und finden auf einmal plötzlich hier so ein paar blaue, nettige Dinger. So, das ist echt. Alter Wahnsinn, wie riesig diese Höhle ist. Mal gucken, ob ich das da hinbauen kann. Das Wasser... Ah, das Wasser geht dann weg. Okay.
Das kann ich ja nicht abbauen, oder? Ne. Es geht bestimmt nur mit Gold oder Diamant. Uah, nicht. Nein, 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 nicht in die. Uah. Okay, mal eben den Kies hier abbauen. Können wir vielleicht oben langlaufen. Boah, ist ja Wahnsinn, wie riesig das hier ist. Alter Schwede. Alter Finne. So, tja. Jetzt die große Frage, wo gehen wir lang? Gehen wir einfach weiter da lang? Oder ich mach mal hier zu. Hört das dann mit dem Wasser auf? Okay, da hinten ist nochmal eine Wasserquelle. Die kommt von da oben. Keine Lust jetzt hier ins Ding zu springen, in die Lava zu springen. So, machen wir auch mal hier so ein bisschen Safety first. Ne? Damit wir hier ein bisschen einen sicheren Weg haben. So. Da müssen wir mal schauen. Doch gerne mal hier irgendwie. So. Also. So. Da ist schon mal Eisenerz. Können wir schon mal abbauen. Und dann werde ich mal eben hier das so ein bisschen ein wenig den Weg bahnen, damit wir da ein bisschen das Wasser aufhalten können. Hallo? Na? Geh doch da rein. Ich glaub's ja wohl. Ich brauche ein paar Steine. Weißt du, letztens hatten wir noch so viele und jetzt auf einmal haben wir fast gar keine mehr. Das ist der Hammer. So, dann machen wir mal eine Blockade rein. Dann dürft ihr das Wasser weggehen, ne? Sehr schön. So. Eisenerz nehmen wir mit. Haben wir wieder ein bisschen was. Steine aber auch mit. Machen wir ein bisschen heller. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Aha, guck mal einer an, was dahinter liegt. Guck mal einer an. Ich höre was. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Da geht es aber auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Da ist auf jeden Fall eine Wand. Die Frage ist, wo kommen wir hin, wenn wir hier lang durchgehen? Ob wir das überhaupt überleben? Ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Oder? Da geht es aber... Aua. Nochmal eben schnell Schweinefleisch knuspern. So, dann gucken wir mal. Mir ist auch in der letzten Zeit die Musik ein bisschen leise. Ich entschuldige mich nochmal kurz dafür. Die Musik ist mir ein bisschen leise. Machen wir mal so auf 50. Was stand da gerade? Höhlengeräusche. Achso, ich dachte für Hörgeschädigte steht da. Das bin ich ja. Also so hörgeschädigt. Darauf. Da will ich jetzt mal raufgehen. So muss ich natürlich mir einen Weg bahnen. Das heißt, ich muss Steine haben, um eine Brücke oder eine Treppe zu bauen. Mann, ist das spannend und aufregend, hier in der Höhle zu forschen. Das ist verdammt cool. Ich hoffe, für euch ist es natürlich auch sehr, sehr interessant, was wir alles noch entdecken, alles noch finden werden. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir irgendwann mal hier einen Hexer finden oder sowas. Weil das wäre natürlich doof, wenn er uns vergiftet. Da springe ich lieber in die... Springe ich lieber in die Dings rein. Guck mal, Redstone haben wir auch schon wieder gefunden. Und andere Let's Player, die Minecraft spielen, sind natürlich schon viel, viel weiter und haben natürlich auch viel, viel, ja, bessere Ideen, weil sie sich natürlich viel, viel mehr mit der Materie auseinandersetzen und viel besser auskennen. Aber ich möchte trotzdem, so, jetzt erstmal eine Brücke oder beziehungsweise eine Treppe bauen, um da oben hinzukommen. Die wird nicht reichen, die Treppe, das weiß ich jetzt schon. Aber, obwohl, doch, das könnte funktionieren, doch. Hey, cool. So, wo kommen wir denn hier hin? Schauen wir mal. Machen wir hier so eine kleine Markierung für mich hin, dass ich weiß, aha, hier geht's rein. Nur nicht runterfallen, das ist ganz wichtig. Weil das macht bestimmt Aua. Mein Gott, komm her. So.
Dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hier scheint es auch weiter zu gehen. Aha. Hier geht schon mal nicht. Nee, hier geht es doch nicht weiter. Ich dachte, da würde es weitergehen, aber hier geht es lang. Wir werden uns auf jeden Fall in unserem Haus, in unserem. Okay, hier geht es nirgendwo hin. Ja, super. In unserem. Ja, in unserer Main Resistance, nenne ich sie mal, haben wir auch schon ein paar Diamanten gesammelt. In irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, welche das war. Werden wir uns natürlich demnächst mal ein paar Diamantenspitzhacken, um das hier mal abzubauen. Man kann sich auch ein Netherportal bauen, das weiß ich wohl. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Das muss ich natürlich, ihr seid da ein wenig fixer und tue, was das angeht. Jetzt werde ich mal versuchen, hier durchzukommen. Na. Ach so. Ah, ist natürlich supi. Ach so, okay, so funktioniert das. Ja, das ist natürlich sehr schön. Jetzt ist das Wasser hier schon mal weg. Das kann vielleicht von Vorteil sein. Von Vorteil sein kann. Meine Stimme verlässt mich momentan sehr oft. Ich weiß nicht warum. So, da können wir das abbauen. Sehr schön. Sauber. Redstone. Das blaue Zeug auch wieder. Ich höre jemanden. Da kommt uns jemand besuchen. Kann das sein? Ja. Es ist Freddy. Es ist Knubbelfreddy von Soma. Hallo, Knubbelfreddy. Soll sich schlafen legen, habe ich dir gesagt. So. Waren wir nicht mit dem Level schon viel weiter? Wieso haben wir denn jetzt 28? Waren wir nicht schon bei 40? Oder hört das irgendwann auf? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Muss ich mal, wenn ich mir die Folgen angucke, muss ich mal da so ein bisschen drauf achten. Scheiße, wir haben nur noch drei Fackeln. Wo kommt denn das gerade her, das Geräusch? Ich glaube, es kommt von hier, oder? Kann das sein? Oder ist das von oben? Das von oben ist das... Sache, das ist von oben. Hier ist noch eine Höhle. Also Kohle brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so sehr. Aber ich habe nur noch zwei Fackeln. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich gewesen. Ja, nur noch zwei Fackeln. Verdammt, ist das... Okay, ich versuche mal hier mich durchzuschlagen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind noch tiefer im Untergrund. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Diamantsachen finden. Okay, da ist nochmal Redstone. Und ich glaube, ich muss mal kurz niesen. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Ich musste kurz das Mikrofon stumm schalten. So, weiter geht's. Also, ich frage mich, wo wir hinkommen. Okay, nirgendwo. Na super, das hat ja ganz großartig funktioniert. Uah! Alter, habe ich mich erschrocken. Hallo, Thaddäus. Ging es denn hier noch weiter? Ja, da ging es nach unten, ne? Und da geht's nach oben. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht so viel sehen. Ich werde mal versuchen, dass ich vielleicht den Gamma-Wert mal ein wenig, erhöhe. Ah, der ist schon auf volle Pulle. Okay. Ich glaube, ich hatte den damals ja auch schon. Hier ist noch mal ein bisschen Eisenerz. Da ist ein Creeper. Der kommt aber anscheinend nicht zu uns rüber. Ach, je, ai, ai, wir sind oben. Von da hinten kamen wir, ne? Hallo. Na du? Na du? Da guckst du, ne? Na du? Da oben sitzt auch ein Creeper. Da ist ein Zombie da hinten. Können wir die Lava zubauen? Gerne mal was ausprobieren. Ich hoffe, das geht gut. Hui. So. Ja, mein Gott, was eine riesen Höhlenerforschung hier. Ich würde aber doch gerne mal wieder runterkommen. Von meinem Trip.
von meinem Trip. Trip. Aber ich möchte gerne dieses Eisen erst mitnehmen, was hier noch war. Das war hier. Weil Eisenerz ist auch immer gut. So. Und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht mal mit den Diamanten, wie gesagt, mal ja, und so Diamanten hacken und sowas bauen. Ich frage mich gerade, wo es hier hingeht. Wahrscheinlich nach unten, wo wir schon waren, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Da sehe ich wieder was, da sehe ich wieder was. Moment. Alter, wie riesig das hier ist. Das ist sehr unfassbar. Nein, du sollst die Spitzhacke nehmen, du Esel. Hui. So. Da waren wir auch noch nicht, ne, oder? Ich habe jetzt schon die Befürchtung, wie ich es immer wieder sage, dass ich niemals rausfinden werde. Waren wir? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Uah, wo ist der denn? Ach da! Hallo, mein Freund! Aua! Scheiße, ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Mann, scheiße, ich komme nicht voran. Uah! Geh doch sterben, meine Güte. Alter Schwede. Geh nicht mehr auf den Sack. Das ist ja unfassbar. Aber Eisenerz nehme ich mit. Eisenerz nehme ich immer mit. Das ist immer gut. Und da ist sogar Gold. Ich werde bekloppt. Für eine Goldausrüstung. Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal hier eine klitzekleine Pause. Ich knusper nochmal eben an mein Schweinefleisch. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und ich schalte dann wieder fleißig ein und dann gehen wir mal weiter erforschen in der Höhle. Also bis dann. Ciao.